Wer den Film S gesehen hat oder etwas über den Film gehört hat, der weiß mittlerweile eine Sache. Vergiss Jason Voorhees, vergiss Michael Myers und vergiss Freddy Krueger. Das wohl mächtigste Horrormonster, das es gibt, trägt den Namen S und sieht aus wie ein Clown, der Pennywise heißt. Pennywise kann alles und macht für seine Opfer jeden Tag zu einem einzigen Albtraum. Doch was viele Menschen nicht sehen, ist, dass von all den berühmten Horrorgestalten, die es so gibt, Pennywise einer der schwächsten ist. Denn Pennywise hat ein großes Geheimnis und dieses versucht er auch so gut es geht zu verstecken. Nach diesem Video werdet auch ihr wissen, wie man denn Pennywise am besten besiegen kann. Ganz kurz als Info, dieses Video wird durchaus Spoiler beinhalten. Der Film ist aber auch schon 27 Jahre alt und ich versuche die Spoiler gering zu halten und werde Kapitel 2 von S gar nicht spoilern. Gut. Lasst mich erst einmal Folgendes zu Beginn sagen. Ich liebe den Film S. Persönlich bin ich ein größerer Fan von der Version, die 1990 veröffentlicht wurde, weil mir dort der Schauspieler von Pennywise und die Art, wie er mit seinen Opfern spielt, besser gefällt. Aber der neue S-Film hat viele Vorzüge, die ihn zu einem grandiosen Horrorfilm machen. Und um ein guter Horrorfilm zu sein, muss man nicht unbedingt 1000 Jumpscares haben. Denn auch bei S geht es wie bei so vielen anderen Filmen um die Story und nicht nur um den Schockfaktor. Doch eben von diesem Schockfaktor hat Pennywise eigentlich eine ganze Menge. Er kann seine Form beliebig verändern, in scheinbar alles, worauf er Lust hat, sich verwandeln. Er kann die Ängste seiner Opfer herausfinden und sie nutzen. Er kann teleportieren, seine Größe verändern und. Er kann quasi alles. Also stellt sich hier eine Frage. Wenn ein Wesen wie er so unfassbar mächtig ist, wie kann er dann von 13-jährigen Kindern, dem Club der Verlierer, um den sich der Film ja dreht, von seinem Plan abgehalten werden und sogar vielleicht besiegt werden? Und hier müssen wir uns Pennywise mal genauer ansehen. Zunächst müssen wir nämlich wissen, wer er ist. Und dies wird in den Filmen nicht wirklich bekannt. Das Buch S von Stephen King ist ein unfassbar dickes Buch mit über 1000 Seiten Text. Zudem gibt es noch Infos, die Stephen King in Interviews erzählt hatte. All diese Informationen in einen Film zu bekommen oder in zwei ist nahezu unmöglich. Doch hier kann ich Abhilfe leisten. Also, wer ist Pennywise wirklich? Meistens spricht man bei Pennywise simpel von einem Außerirdischen auf der Erde, der sich verwandeln kann. Doch dies ist nicht richtig. Pennywise ist ein seltsames Wesen, welches aus einem Makroversum kommt. Ein Makroversum, so wie Stephen King es sich vorgestellt hat, ist ein eigener erfundener Ort, eine Art eigenes leeres Universum, in dem es zwei Kräfte gibt, die gegeneinander kämpfen. Der Kampf zwischen Gut und Böse. Einerseits gibt es das böse Wesen S. Ich nenne es jetzt mal fortlaufend Pennywise, da S zu nennen manchmal sehr verwirrend ist. Jedenfalls das andere Wesen neben Pennywise, welches in diesem Makroversum existiert, ist eine gigantische Schildkröte, wie ich ja im letzten Video schon angesprochen hatte. Sie hat Magenprobleme und hat eines Tages das Universum und auch die Erde hervorgewirkt und somit erschaffen. Diese beiden Kräfte rivalisieren nun und wollen einander tot sehen, doch sie tragen keinen wirklichen Kampf aus. Dann heißt es im Buch, dass Pennywise aus diesem Makroversum verschwindet und vor Millionen von Jahren auf die Erde stürzte und dort nun sein Unwesen treibt. Erstmals auftauchen tut er aber erst wirklich im Jahr 1715. Und seitdem hat er alle 27 Jahre schreckliche Dinge getan. Kinder und manchmal auch Erwachsene in einer kleinen Stadt ermordet und entführt zum Beispiel. Es heißt, dass Pennywise neben der Schildkröte das mächtigste Wesen ist, das existiert. Also, wieso kann dieses unfassbar mächtige Wesen ein paar 13-jährige Kinder nicht aufhalten? Und die Antwort ist Angst. Nicht die Angst, die Kinder vor Pennywise haben, sondern Pennywise selbst hat Angst vor den Kindern. Denn fragt euch mal Folgendes, und ich spreche jetzt von Szenen aus dem Film. Es gibt die Szene, wo der Club der Verlierer sich alte Bilder von ihrer Heimatstadt ansehen und an die Wand projizieren, um herauszufinden, dass sie alle verbunden sind. Doch dabei geht etwas fürchterlich schief, da Pennywise davon Wind bekommt und die Kontrolle über alles übernimmt. Die Bilder laufen schnell hintereinander ab und zeigen Pennywise, wie er anfängt zu lächeln. Daraufhin kriegen die Kinder Angst und schlagen den Projektor von seinem Podest, doch Pennywise ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig. Ein paar Bilder springt der Projektor noch langsam weiter, bevor das Licht ausgeht und ein gigantischer Pennywise erscheint mit messerscharfen Zähnen und die Kinder ansieht. Er füllt einen Großteil der Garage aus und bedroht die Kinder.
Und da haben wir doch eigentlich eine Möglichkeit, wo Pennywise einfach zuschlagen könnte. Er könnte in diesem Moment die Kinder einfach fressen. Wie sollen 13-jährige Kinder sich gegen so ein Monster in einem so engen Raum wehren? Doch, die Kinder machen einfach die Garage auf. Licht dringt hinein und Pennywise ist verschwunden, ohne dass er einem Kind auch nur ein Haar gekrümmt hat. Die Antwort ist nämlich, dass die Kinder die ganze Zeit in dieser Szene nie in Gefahr gewesen sind. Denn was viele Leute vergessen, ist, dass Pennywise ein Geheimnis hat. Und zwar alle seine Taten, alles Schreckliche, was er so tut, sind nur Halluzinationen, die nur Kinder sehen können, damit diese Angst bekommen. Jedes Mal, wenn Pennywise an der Oberfläche ist, wenn man ihn irgendwo mit Ballons stehen sieht, im ersten Film er Gräber aushebt, die Form von irgendeinem Monster annimmt, ist nie eines der Kinder wirklich in Gefahr gewesen, weil dies alles nur geteilte Halluzinationen waren. Der echte Pennywise, beziehungsweise die Kreatur Pennywise, war die ganze Zeit über versteckt in den Abwassersystemen gewesen. Die Kreatur selbst ist sterblich wie jeder andere auch. Sicherlich ist sie schwerer zu ermorden, da sie auch mehr Schläge oder mehr Schmerzen einstecken kann und man nicht genau sehen kann, wo man sie am besten umbringt. Doch sie ist kein unzerstörbares Wesen. Sie traut sich nicht oft an die Oberfläche, weil jeder sie dann sehen könnte. Sie bleibt extra in den Abwassersystemen und nutzt Halluzinationen, um ihre Gegner zu schwächen, damit diese Angst bekommen vor ihm. Und so taucht Pennywise auch nur in wenigen Szenen wirklich selbst auf. Denn immer wenn Pennywise den Kindern wirklich etwas antun kann, ist er echt gewesen. Doch nachdem er sich zum ersten Mal den Kindern zeigte, als diese ihn in der alten Hütte suchten, wird er von den Kindern schwer verwundet. Und dies ist der entscheidende Moment, in dem Pennywise wirklich Angst bekommt, und diese Angst sieht man auch. Pennywise versucht zwar weiterhin die Kinder mit Halluzinationen zu beunruhigen, doch er zeigt sich ihnen nicht mehr selbst, er versteckt sich regelrecht. Und darum muss Pennywise auch den Schulrüpel so manipulieren, dass dieser für ihn die Drecksarbeit übernimmt und die Kinder zur Strecke bringt. Einzig und allein, weil Pennywise selbst sich dies nicht traut. Ihr müsst mal darüber nachdenken, Pennywise ist ein unglaublich starkes Wesen, so wie er sich präsentiert. Also warum fragt er diesen Schulschläger, dass er sie umbringen soll? Die Antwort ist nur, dass er Angst hat. Zudem sehen wir die Angst von Pennywise in den letzten Momenten des ersten Kapitels. Denn hier bemerkt das übernatürliche und mächtige Wesen Pennywise, dass seine Halluzinationen den Kindern keine Angst mehr machen. Die Kinder wehren sich und schlagen zurück. In diesem Moment, wo Pennywise mehrfach angegriffen und verletzt wird und sich andauernd vor neuen Attacken verteidigen muss und seine ganzen Angriffe, seine Angstversuche ins Nichts laufen, versucht Pennywise auf einmal verzweifelt irgendwie eines der Kinder umzubringen. Und schlägt einfach nur um sich, oder er versucht sogar mit der Gruppe zu verhandeln, dass sie einen dalassen und der Rest ein glückliches Leben führen darf, wenn sie jetzt abhauen. Er hat so Angst, dass er sogar versucht, mit seinen Gegnern, mit seinen eigentlichen Opfern zu verhandeln. Man merkt, dass der sonst so selbstsichere Clown, der weiß, er kann alles schaffen, gebrochen wirkt. Die Kinder vom Club der Verlierer sind etwas Besonderes, da sie in der Gruppe sich gegen ihn gestellt haben und seine Tricks durchschauen. Viele würden sagen, dass Pennywise in S Kapitel 1 stirbt, weil die Kinder keine Angst mehr vor ihm haben. Bill sagt sogar selbst, dass Pennywise verliert, weil er verhungern wird, da keiner mehr Angst vor ihm hat. Aber sind wir mal ehrlich, nur weil er diese 7 Kinder nicht bekommt, beziehungsweise er hätte sich ja auch mit nur einem zufrieden gegeben, kann dies nicht der Grund für seine plötzliche Schwäche sein. Er würde nicht von der einen auf die andere Sekunde verhungern. Er könnte ja ohne Probleme andere junge Kinder suchen. Die Wahrheit sieht hier ganz einfach aus, denn Pennywise ist von der Art wie ein Mensch. Er selbst hat Angst zu sterben. Er ernährt sich von Menschen und braucht diese. Er verängstigt sie aus Spaß und weil ihm das Fleisch dann besser schmeckt. Doch wenn er auf die Gefahr stößt, selbst zu sterben, hat er zu viel Angst, um seinen Plan weiter durchzuziehen. Und so flüchtet Pennywise am Ende von S aus Angst zu sterben in die Tiefen der Kanalisation. Und dieses Verhalten ist nicht selten für ihn. Denn er hat es schon einmal gemacht. Denn Pennywise, wie ich ja gesagt habe, lebte in einem Makroversum zusammen mit der großen Schildkröte und eines Tages vor Millionen von Jahren kam er auf die Erde. Und eben dieses Ereignis, dass er auf die Erde kam, war auch damals schon nicht ohne Grund. Denn schon vor Millionen von Jahren ist er aus Angst zu sterben geflohen. Denn damals floh er vor der mächtigen Schildkröte und zwar aus Angst, dass sie ihn umbringen würde.
Denn wie viele Leute sich sicher sind und wie mehrfach im Buch gesagt wird, ist die Schildkröte an sich mächtiger als es. Jedenfalls war sie es damals. Mittlerweile ist die Schildkröte schwächer geworden. Aber Pennywise floh, weil er nicht sterben wollte. Also, zusammenfassend, was ist nun Pennywises großes Geheimnis, welches er unbedingt versucht zu verstecken? Das Geheimnis ist, dass seine stärkste Waffe, die Angst seiner Opfer, ganz schnell zu seiner größten Schwäche wird. Und zwar, wenn seine Opfer die Angst verlieren und er dafür Angst vor ihnen bekommt und Angst bekommt zu sterben. Also, wenn man Pennywise Angst macht, hat man gewonnen. Gut, das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch abonnieren. Wir sehen uns aber beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin. Tschüss.